Okay, ihr Lieben, habt ihr Lust? Alright, alright, alright. Okay, ganz kurz einmal vorab. Wer von euch ist im B2B-Geschäft unterwegs? Ah, guck mal hier. Alle Hände gehen hoch. Sehr schön. Wer von euch hat richtig Lust, die ganze Zeit irgendwelche kalten Massen-E-Mails, Marketing-E-Mails im Postfach bei euch zu haben? Einmal Hände hoch. So, einer ein bisschen zögerlich, aber dann doch wieder nicht. Okay, wer hat Lust, die ganze Zeit von Bot verfasste LinkedIn-Messages im Postfach zu haben? Immerhin zwei. Sehr gut. Wer hat Lust, die ganze Zeit kalte Anrufe zu bekommen? Bisschen, sehr gut. Also, ihr seht, ne, das ist tatsächlich ja die Art und Weise, wie viele, wenn nicht sogar die meisten B2B-Unternehmen heutzutage Marketing machen und versuchen, ihre Pipeline zu füllen. Klar, Gesetz der großen Zahlen. Ich sage nicht, dass da nicht auch Verkaufsgelegenheiten bei entstehen können, Gespräche bei entstehen können. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer der Effekt nicht zu verachten, dass es natürlich auch ja, Brand Damage geben kann, dass man Leute auch verschrecken kann, dass man sein Gesicht, seine Brand damit auch kaputt machen kann. Und deshalb will ich euch heute mal eine Art von Marketinginfrastruktur, Marketing-Systematik zeigen, die zumindest meiner Erfahrung, meiner Praxis nach auch die Pipeline, die Verkaufspipeline mit Verkaufsgelegenheiten füllen kann, gerade jetzt mit Fokus auf B2B-Unternehmen und die eher dafür sorgt, dass ihr dann solche Personen aus eurer exakten Zielgruppe bei euch habt, die bei euch anklopfen und euch schon kennen, Vertrauen, Beziehungen, Nachfrage zu euch aufgebaut haben, wissen, wie ihr helfen könnt und dass sich daraus dann natürlich auch viel schönere Verkaufsgelegenheiten, bessere Kundenbeziehungen für euch ergeben können. Ganz kurz zum Hintergrund. Das hier war 2012, 2013 Krupunda vor den Toren der Stadt Hamburg, wo ich mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke damals unser Technologie-Startup Familionet aufgebaut habe. Wir wurden dann ein paar Jahre später von Daimler übernommen. Spannenderweise auch das alles schon hier im Rahmen von EO begleitet, miterlebt. Also mein Mitgründer Hauke war auch immer sehr aktiv bei EO. Ich war damals im Accelerator. Das war damals so eine Reise, das wäre auch, glaube ich, ohne EO nicht so gekommen, wie es dann damals gekommen ist. Und das war dann der Tag, als wir von Daimler damals übernommen wurden, im Schanzenviertel, haben sie uns dann hier den Truck vorbeigeschickt und gesagt, so Leute, jetzt räumt ihr mal alles da rein, jetzt fahrt ihr unten mit uns ins Movil Office am Hafen und da arbeitet ihr dann jetzt. War natürlich eine spannende Zeit und irgendwann kam dann Corona und ich bin mit meiner Freundin losgezogen, weil wir keinen Bock auf Lockdown hatten und dann sind wir in Wien hängen geblieben, dementsprechend wohne ich heute in Wien. Und da baue ich jetzt gerade mit meiner Freundin Paula zusammen Xhauer auf. Wir sind eine Agentur und Beratung für B2B-Marketing, fokussiert eben insbesondere auf Kunden im Technologie-, IT-, Software-, Finance-, Consulting-Umfeld. Betreuen Kunden vom großen Konzern bis hin zu kleinen Tech-Startups, aber immer Fokus auf B2B-Geschäft. Und eben ja, möglichst gutes Marketing, das wir dann versuchen, mit unseren Kunden auf die Straße zu bringen, das eben auch Revenue- und Pipeline-Verantwortung hat und nicht nur irgendein bunte Bildchen-Marketing ist. Und auf der anderen Seite aber auch nicht einfach nur massenmäßig, wie wir gerade festgestellt haben, irgendwelche Direktnachrichten oder kalten Anrufe rausballern. Ne? Das ist ganz wichtig. Was wir am Ende haben wollen, wenn wir gutes Marketing machen, ist das hier. Wir wollen reife Bananen haben. Wir wollen Bananen, die wir uns vielleicht schon als grüne Bananen im Supermarkt mit nach Hause genommen haben, die wir uns auf unseren Tisch gelegt haben und dort haben sie dort reifen lassen. Sie wurden langsam aber sicher reifer. Sie wurden zu gelben Bananen, sie wurden zu reifen Bananen. Und diese reifen Bananen, das sind am Ende gute Verkaufsgelegenheiten für uns. Das sind Personen, die wissen, wie wir helfen können, wer wir sind, die ein gewisses Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut haben. Das ist das, was wir wollen. Und wenn wir uns das jetzt hier mal einmal in so einer Funnel-Logik, ne, wie der Marketer das jetzt aufbauen würde,
anschauen würden, so eine Marketing, Systematik, Infrastruktur, dann ist das, was am Ende rauskommen soll. Also wenn wir hier unten dann in so einer Conversion-Phase sind, ja, also dort, wo dann wirklich die Verkaufsgelegenheit stattfindet, zum Beispiel in Form eines persönlichen Gesprächs, in Form eines Demo-Calls, in Form eines persönlichen Treffens, eines Telefonats, wo die Leute uns aber schon kennen, wo es schon reife Bananen sind, dann ist das im Prinzip der Elfmeter für Sales ohne Torwart, den er mehr oder weniger nur noch reinschieben muss. Ne? Das ist das endgültige Ziel, was gutes Revenue-Pipeline-orientiertes Marketing macht, wenn es eben vernünftig funktioniert. Und all das, was da drüber passieren muss, das gucken wir uns jetzt einmal im Detail an. Denn, klar, unser Ziel sind die reifen Bananen am Ende, die Personen aus unserer Zielgruppe, die wissen, wie wir helfen können, die uns kennen, die Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut haben. Aber es nützt eben nichts, einfach mit der Tür ins Haus zu fallen, den Heiratsantrag zu machen, das Angebot auf den Tisch zu legen. Ihr wisst selber, im B2B sind wir in Long Sales Cycle, hochkomplexen Produktkategorien unterwegs. Da müssen wir starten im Stadium der grünen Bananen. Sie führen über den Reifungsprozess, sodass Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut wird, hin zu unseren reifen Bananen, zu den Verkaufsgelegenheiten. Starten wir also erstmal damit, was tun wir, um die grünen Bananen erstmal schön zu pflücken, um sie schon mal mit zu uns nach Hause zu nehmen, auf den Tisch zu legen, langsam aber sicher dann den Reifungsprozess beginnen zu lassen. Wir wollen also Folgendes erreichen. Wir wollen in unser CRM, das ist jetzt mal hier so in der Mitte gekennzeichnet, unser CRM, da wollen wir schon eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen. Ja? Wir wollen also die grünen Bananen schon mal zu uns nach Hause führen, in dem Wissen, dass sie natürlich nicht sofort morgen anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen, sondern wir nehmen sie schon mal mit nach Hause. Weil das Schöne ist, wenn wir den eigenen Zielgruppenbesitz, also die Kontakte der Personen aus den Unternehmen, denen wir später helfen können mit unserem Produkt, wenn wir diesen eigenen Zielgruppenbesitz bei uns schon auf eigenem Grund haben, dann machen wir uns nicht abhängig. Wir machen uns nicht abhängig von Plattformen wie LinkedIn, wie Google, wie Facebook und so weiter und so fort, sondern wir können dann unser Marketinghaus auf unserem eigenen Grund bauen. Und das ist ganz wichtig. Deshalb ziehen wir hier diese Phase ein, wo wir die grünen Bananen erstmal zu uns nach Hause führen. Jetzt, wie machen wir das konkret? Fragen machen wir gleich am Ende, ja? Also notiert euch alles an Fragen. Wir gehen gleich alles schön im Detail durch. Ich empfehle hier oben erstmal in dieser Awareness-Phase zu starten. Und zwar gerade jetzt, das ist jetzt spezialisiert auf B2B-Geschäft, insbesondere Fokus IT, Tech, Software, Consulting, Finance, zu starten mit LinkedIn-Werbeanzeigen. Warum LinkedIn-Werbeanzeigen? Weil LinkedIn die einzige Plattform ist, wo ihr so laserscharf targetieren könnt, dass ihr zu einer Traffic- und Lead-Qualität von nahezu 100% exakt die richtigen Leute erreichen könnt, die ihr erreichen möchtet. Ja? Also mittelständische IT-Leiter, die selbst wiederum als Kunden die Fertigungsindustrie haben und in Unternehmen arbeiten mit mindestens 1000 Mitarbeitern und sogar noch in irgendeiner bestimmten Region sind. Das könnt ihr laserscharf machen mit LinkedIn-Werbeanzeigen. Dann testet ihr hier oben erstmal, ihr macht einfach erstmal nur Awareness-Ads, noch gar keine grünen Bananen einsammeln, sondern ihr testet erstmal die inhaltlichen Winkel. Wir nennen das dann auch so die Trigger-Symptome. Also was sind die inhaltlichen Winkel, die euren exakten Zielkunden, euer exakter ICP täglich in seinem Arbeitsalltag erlebt? Ein Problem, ein Engpass, ein Ziel, ein Bedürfnis, wobei ihr am Ende helfen könnt, und zwar in konkreten Situationen seines Alltags ausgedrückt. Nicht in irgendwelchen generischen, gepolischten Aggregationen, sondern wirklich in realen Situationen im Slang der Zielgruppe. Das ist ganz wichtig. Den Slang der Zielgruppe nutzen. Kleines Gedankenspiel dazu. Stellt euch vor, euer exakter Zielkunde sitzt abends in der Kneipe zusammen mit einer Runde aus 5 anderen solchen Leuten, die dieselbe Profession haben. Das dritte Bier oder der fünfte Wein wurden schon getrunken. Und dann, dieses Fachgespräch, was dann entsteht, das müsst ihr euch vorstellen bzw. aufschnappen. Da werden Fachbegriffe genutzt, da wird der Slang der Zielgruppe gesprochen, aber da wird auch Umgangssprache gesprochen. Ne? Also da wird nicht in irgendwelchen gepolischten Marketing-Messages gesprochen, sondern genau diese Worte. Das nutzt ihr, um das hier oben zu testen und um einmal zu gucken,
welche von diesen inhaltlichen Ansprachewinkeln rufen die größte Resonanz hervor? Weil Resonanz führt am Ende zu Relevanz führt am Ende zu Resonanz. Ne? Und dann im nächsten Schritt, wenn ihr das rausgefunden habt, was ist der inhaltliche Winkel, der am besten funktioniert, dann geht ihr über in die nächste Phase, nämlich die Lead Generation Phase. Und in der Lead Generation Phase, Fragen gleich, ja? In der Lead Generation Phase, da macht ihr dann nämlich genau diese Ernte der grünen Bananen. Ja? Also ihr führt jetzt durch einen Lead-Magneten, den ihr anbietet. Ja? Also klassischerweise Lead-Magneten, die ihr kennt, sind PDFs, die man sich runterladen kann. Man kann auch deutlich advancederes Zeug machen. Ne? Also man kann auch ein Kurztraining machen, eine kurze Videoserie zu was machen und so weiter und so fort. Billigste Variante ist erstmal ein PDF, aber hier ganz wichtig, laserscharf thematisch fokussiert auf das Thema, was ihr hier oben gemessen habt, datenbasiert, was für die Leute am relevantesten ist. Und dann gehen die Leute mit euch ein Tauschgeschäft ein. Ja? Sie tauschen ihre wertvollen Kontaktdaten gegen den hilfreichen, wertvollen, nützlichen Content, den ihr ihnen zur Verfügung stellt, zu exakt dem Thema, wo ihr gemessen habt, dass es für sie funktioniert. Und was dann passiert ist, dass die grünen Bananen sich bei euch im CRM einfinden. Ja? Das sind also Personen, die euch gesagt haben, hier sind meine Kontaktdaten, Name, E-Mail-Adresse etc., LinkedIn-Profil-URL, bitte schickt mir Infos zu dem Thema. Das merkt ihr schon, das ist schon ein großer Unterschied zu, ich baller einfach mal kalt in irgendeine E-Mail-Liste, die ich mir eingekauft habe, irgendwelche kalten Messages raus. Ne? Natürlich, grüne Bananen, die Leute wollen auch nicht, immer noch nicht, dass ihr sofort 5 Minuten nach der Eindruckung anruft und sie wollen auch nicht, dass ihr sie mit irgendwas nervt, was gar keine Relevanz für sie hat. Und natürlich klopfen sie auch am nächsten Tag noch nicht an und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen. Aber ihr wisst, sie gehören zu eurer exakten Zielgruppe. Sie haben ein Problem oder ein Engpass oder ein Bedürfnis oder ein Ziel, bei dem ihr helfen könnt später. Und ihr habt sie schon auf euren eigenen Grund geführt. Das heißt, ihr macht euch damit unabhängig von LinkedIn und Co. So. Ich habe euch hier mal ein paar Praxisbeispiele mitgebracht und ich habe euch auch immer ein Video rausgesucht aus meinem YouTube-Kanal, was ihr euch dazu jeweils angucken könnt, um jeden dieser Bausteine für euch selbst im eigenen Unternehmen umzusetzen. Ja? Das hier ist jetzt einfach mal so eine Lead-Gen-Ad, die habe ich jetzt hier gerade gescreenshottet, die läuft gerade draußen von uns. Und ihr kennt sie wahrscheinlich, ne? Klassische Single-Image-Ad im LinkedIn-Feed. Hier unten gibt es dann eben den Herunterladen-Button und wenn man draufklickt, öffnet sich so ein Lead-Gen-Form. Ne? Das habt ihr auch wahrscheinlich alle schon mal irgendwo auf LinkedIn gesehen. Wichtig ist hier natürlich, dass das habt ihr vorher gemessen, dass es ein relevantes Thema für die Zielgruppe ist, sodass dann hier natürlich die Conversion Rate und der Cost per Lead, Cost per grüner Banane, auch dann möglichst niedrig ist. Ne? Also man kann hier Cost per grüne Banane unter 10 Euro hinbekommen. Im Schnitt über all unsere Kunden hinweg liegt es meistens so zwischen 10 bis 80 Euro Cost per grüne Banane. Hier schon mal ein kleiner Zusatzhack. Ihr seht, hier unten wird die LinkedIn-Profil-URL der Person automatisch mit abgefragt. Das könnt ihr einstellen, wenn ihr solche Lead-Gen-Ads auf LinkedIn schaltet. Dann müsst ihr einfach bei einem Häkchen von Hand einmal mit einstellen, dass die LinkedIn-Profil-URL mit automatisch abgefragt wird. Das wird euch nachher sehr helfen. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie ihr das für euch nutzen könnt. So, und das ist erstmal die Möglichkeit, nachdem ihr gemessen habt, was inhaltlich relevant ist in der Awareness-Phase, dann solche Lead-Gen-Ads schalten, um den eigenen Zielgruppenbesitz für euch aufzubauen, grüne Bananen erstmal einzusammeln. Das Video hier, da habe ich einen kompletten Guide drin, wo ich euch nochmal genau zeige, wie macht ihr die Einstellungen im Ads-Manager und so weiter und so fort. Ich kann die Preise nachher nochmal rumschicken, ne? Aber trotzdem könnt ihr auch gerne einscannen schon mal, könnt euch das abspeichern, könnt auch gerne an die Marketing-Leute natürlich bei euch im Unternehmen einfach weitersenden und dann können die sich das in Ruhe angucken. Und in den Videos selbst ist noch immer wieder so ein Guide verlinkt. Ja? Also es ist nicht nur das Video, sondern auch so ein Guide, so eine Praxisvorlage, die ich da immer für euch dann noch drin verlinkt habe. Könnt ihr dann einfach für euch nutzen. So, Lead-Magnet, ne? Haben wir schon drüber gesprochen. Was könnt ihr für ein Lead-Magnet nutzen? Einfachste Variante ist erstmal so ein PDF. Kleiner Hack hier. Die meisten, die so ein PDF rausbringen, nennen das Ding einfach irgendwie White Paper oder Branchenreport oder sowas. Macht das mal nicht. Weil das ist ein ziemlich ausgelutschter Begriff. Das ist einfach nicht Conversion-optimal, ne, weil es halt jeder so macht. Sondern macht etwas, was besser zum Thema und zum Inhalt passt. Also wir machen zum Beispiel gute Erfahrungen mit sowas wie Schritt-für-Schritt-Anleitung, Handbuch, 7-Schritte-Guide, Checklisten, auch immer super schön. Ne? Checklisten, um zu einem bestimmten Thema
zu schauen. Zum Beispiel gerade eben hatten wir das M&A-Thema drüben. Und da ging es jetzt darum, wie reif ist mein Unternehmen schon, um zum Beispiel in den M&A-Prozess einzutreten. Zack, wäre perfekt für eine Checkliste. Ne? Also macht man nicht dieses White-Paper-Branchen-Report-Ding, sondern ein bisschen kreativer, aber trotzdem simpel und snackable vom Content her. Das ist ganz wichtig. Auch dazu habe ich euch eine komplette Vorlage erstellt, die ihr sofort im Prinzip, so diese PDF-Vorlage, die ihr dann nur noch mit eurem Content füllen müsst, und dann einfach als PDF exportieren und dann könnt ihr das für euch nutzen. Da sind auch viele Titelvorschläge drin, die ihr dann für euch nutzen könnt. Und in dem Video hier wird erklärt, wie ihr das dann für euch nutzt. Könnt ihr euch auch einmal das Video angucken und dann diese Vorlage, die da drin verlinkt ist, dann einfach direkt für euch nutzen. Jetzt haben wir die grünen Bananen eingesammelt. Ne? Grüne Bananen bei uns im CRM gehören zu unserer Zielgruppe, haben ein Problem, wo wir helfen können, haben uns schon ihre Kontaktdaten willentlich gegeben, aber haben natürlich noch nicht ausreichend Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut, klopfen noch nicht unbedingt an und sagen, ich will jetzt kaufen. Deshalb, jetzt müssen wir langsam dafür sorgen, dass aus den grünen Bananen reifere, gelbere Bananen werden. Und das machen wir jetzt, indem wir Content-Marketing benutzen. Ja? Ihr wisst es selbst, Performance-Marketing, das, was wir hier oben benutzt haben, um überhaupt erstmal den Funnel von oben zu füllen, hat eine hohe Skalierbarkeit, hat eine hohe Schlagzahl, Performance-Marketing, ist aber am Ende Werbung. Content-Marketing hingegen hat eine starke Kraft, eine hohe Schlagkraft, aber ist leider nicht so skalierbar. Ne? Jeder, der irgendwie im Content-Game drin hängt, weiß das. Ne? Die zwei, drei Leute, die da irgendwie nachher rauskommen, jo, die sind super vorqualifiziert, die kennen dich, die haben Vertrauen aufgebaut, aber Content halt zu skalieren, ist halt ein Pain. Und deshalb, ne, wir haben oben zur Skalierung erstmal Performance genutzt und jetzt kombinieren wir das aber zum Nachfrage- und Beziehungsaufbau mit der Stärke von Content-Marketing. So, was machen wir hier zuerst? Klar, wir senden E-Mails und zwar eine exzellente Content-E-Mail-Journey. Auch hier nicht irgendein Bling-Bling-Newsletter-Blödsinn oder sowas, was keiner lesen will oder was direkt im Papierkorb oder im Spam oder auf Deabonnieren landet, sondern ihr habt ja hier oben gemessen, was das Thema ist, was die Leute interessiert, was wirklich der eine Winkel ist, wofür sie sich dann noch bei euch eingetragen haben. Und genau zu dem Thema liefert ihr jetzt einfach exzellenten Fachcontent in E-Mails. Zum Beispiel beim M&A-Thema, ich habe mir jetzt die Checkliste, ist mein Unternehmen schon M&A-ready, habe ich mir jetzt runtergeladen. Wenn ich jetzt einmal pro Woche eine E-Mail dazu kriege von Mark Miller, wo er mir dann noch genaue Anleitung in der E-Mail jedes Mal schickt, wie ich mein Unternehmen jetzt noch mehr M&A-ready machen kann, perfekt, geiler Content, mit einer Anleitung natürlich. Ne? Wertvoller, hilfreicher, nützlicher Fachcontent mit persönlicher Note drin. Habe ich euch auch gleich ein, zwei Beispiele mitgebracht. E-Mail-Marketing, weiterhin super, super, super relevant. Ne? Und der stärkste Hebel, zumindest meiner Erfahrung nach, um aus grünen, reife Bananen zu machen, der stärkste skalierbare Hebel, natürlich kann auch einfach zu jedem einzelnen Lead hinfahren und an die Tür klopfen, aber der stärkste skalierbare Hebel sind weiterhin gerade im B2B-Webinare. Auch hier, ne, nicht einfach irgendein generisches Marketing-Blabla als Titel, sondern auch wieder exakt zu dem Thema, wo die Leute sich für eingetragen haben. Weil dann ist es relevant. Relevanz erzeugt Resonanz. Also, Webinare veranstalten, da gibt es auch einen bestimmten Ablauf. Ich zeige euch gleich nochmal so die vier wichtigen Stellschrauben, die man beachten muss bei einem guten Webinar. Auf jeden Fall, wenn man ein Webinar richtig macht, von vorne bis hinten. Und schon mal sozusagen kleine Side Note. Die größte Arbeit bei einem Webinar passiert davor und danach und nicht während des Webinars. Wenn man ein Webinar richtig macht, dann muss man schon relativ viel verkehrt machen, um daraus nicht auch gute Verkaufsgelegenheiten schon generieren zu können. Gucken wir uns das mal kurz an hier. Content-E-Mail-Journey. Ich habe hier mal so einen Screenshot einfach aus Mailchimp von einem Kunden von uns mitgebracht. Gut, könnt ihr jetzt gerade hier nicht lesen, aber ich sage euch das mal. Das sind jetzt hier 7 E-Mails, die dann da in der Serie zu dem einen Thema kamen. Und da sind dann hier durchgehend die Öffnungsraten 60, 52, 45, 50, 50, 60, 75%. Und jeder von euch, der E-Mail-Marketing macht, weiß, das sind schon vernünftige Öffnungsraten. Sonst so, wenn man irgendwie vielleicht 20-30% hinbekommt, ist schon gut. Und hier hast du halt durchgehend 40, 50, 60, 70% Öffnungsraten, durchgehend. Das heißt ja, wenn ihr euch das mal vor Augen führt, warum das so ist, die haben hier zum Beispiel, das ist auch eine IT-Zielgruppe, ja, also die haben dann sozusagen IT-Entscheider als Zielkunden. Und
diese Zielgruppe, hat die letzte E-Mail vielleicht schon geöffnet, hat gesehen, ach guck mal, da war ja wertvoller Content zu meinem exakten Thema drin, dann öffne ich doch die nächste E-Mail, die vom selben Anbieter kommt, auch wieder. Ja? Das heißt, wenn ihr sozusagen konstant diese hohen Öffnungsraten habt, wisst ihr einfach, dass ihr damit wertvollen, hilfreichen, nützlichen Content liefert und die Leute auch immer wieder gerne eure E-Mails lesen. Es gibt eine ganz bestimmte E-Mail-Technik, die kann man allerdings in so einer Serie nur ein einziges Mal machen, aber die ist absolut krass. Das ist die sogenannte 9-Word-E-Mail. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch sie schon mal mitbekommen. Ich habe hier nur einmal einen Screenshot gemacht von einem Ergebnis von einer Kampagne, die wir als 9-Word-E-Mail so an, ich glaube, 3000 E-Mail-Kontakte ungefähr geschickt haben. Und da sah mein Postfach danach so aus, und das sind jetzt nicht die Abwesenheitsmeldungen oder sowas, sondern das sind die von Hand geschriebenen Antworten auf die automatisierte E-Mail-Serie, die die Leute als Antwort darauf geschrieben haben, wo sie dann sozusagen ihr Interesse bekundet haben, mal miteinander zu sprechen. Es gab ungefähr 90, 95 Antworten aus 3000 E-Mails, die wir rausgesendet haben. Ne? Ein Knopfdruck, 3000 E-Mails, 90 handgeschriebene Antworten von potenziellen Kunden, mit denen man danach im persönlichen Kontakt kommt. Auch das habe ich euch hier in diesem Video einmal zusammengefasst. Könnt ihr euch mal angucken. Da ist einmal sozusagen die gesamte E-Mail-Serienstrategie drin und auch diese 9-Word-E-Mail. Ne? Eigentlich ein super simples Ding, aber wenn man es einmal gecheckt hat, dann weiß man, aha, muss man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man einen E-Mail-Verteiler hat. So, Webinare noch ganz kurz. Einfach, ich habe jetzt hier nur mal kurz einen Screenshot mitgebracht von einer Webinar-Opt-in-Landing-Page, von einem Webinar, das ich jetzt nächste Woche halte. Was ich euch sozusagen mitgeben möchte, ist, Webinare werden dann besonders erfolgreich, wenn man die vier wichtigen Webinar-Conversions im Griff hat. Was sind die vier wichtigen Webinar-Conversions? Die erste, das ist die Opt-in-Rate. Das ist also die Conversion-Rate von, ich lade Personen zu meinem Webinar ein. Das passiert einerseits über E-Mails in den Verteiler rein, den ich ja vorher mit meinen grünen Bananen aufgebaut habe. Andererseits aber auch über Remarketing-Werbeanzeigen. Und wie viele von den Personen, die sozusagen von meinem Webinar erfahren, wie viele von denen melden sich auch an? Ja? Das ist die Opt-in-Rate. Wichtige Conversion Nummer 1. Show-up-Rate. Von denen, die sich angemeldet haben, wie viele von denen tauchen auch wirklich dann im Webinar auf? Ne? Ganz wichtig. Da gibt es dann auch wieder einige Hacks, wie ich das optimieren kann. Ne? Beispiel eine Kalendereinladung vorher rumschicken. Beispiel ein Workbook schon mal vorher rumschicken, wo die Leute schon vorher selbst kurz einmal das Thema schon mal für sich erarbeiten können. Und dann wird das im Webinar nochmal gemeinsam durchgegangen. Und so gibt es halt für jede dieser vier Conversions jeweils ein paar Kniffe, die man einfach anwenden kann, um sie zu erhöhen. Die dritte ist dann die Retention Rate, also von den Leuten, die aufgetaucht sind, wie lange bleiben sie auch in meinem Webinar drin, ne? Im Optimalfall bis zum Ende. Und dann hinten raus natürlich die Conversion Rate, also von den Leuten, die da waren, mit wie viel von denen komme ich dann auch in persönlichen Kontakt und es ergibt sich einfach ein persönliches Gespräch, woraus dann natürlich eine Verkaufsgelegenheit entstehen kann. Hierzu habe ich euch auch ein Video mitgebracht, wo ich jetzt zu jedem Punkt ein Video rausgesucht. Und in diesem Video gehen wir halt diese vier Webinar-Conversions genau durch und ich gebe euch auch Vorlagen, komplette Webinar-Vorlage von vorne bis hinten, inklusive dem Content für das Webinar, so als Schablone dazu, was ihr dann für eigene Webinare einfach nutzen könnt, wenn ihr wollt, weil das im Prinzip dann auch so ein ja, Conversion-optimaler Aufbau des Webinars ist. So, jetzt haben wir unsere Bananen schon langsam aber sicher zum Reifen gebracht, ja? Ihr wisst, wir sind hier Long Sales Cycle B2B unterwegs, ja, komplexe Produkte, Hochpremium-Zielgruppen. Und langsam aber sicher kommen dann ein paar reife Bananen bei rum, beziehungsweise wir wollen jetzt dafür sorgen, dass noch mehr reife Bananen entstehen. Und deshalb schalten wir hier unten nochmal als zusätzlichen Booster in der Conversion-Phase dann nochmal Performance-Marketing hinzu, aber nur im Remarketing. Ganz wichtig, ich werde euch gleich auch zeigen, welche Art von Remarketing, weil das eine sehr, sehr, sehr schöne Kombination ist. Das heißt, hier unten die Leute, die Bananen, egal ob grün oder schon angereift, die schon eure Ads hier oben gesehen haben oder damit interagiert haben, die sich schon bei euch eingetragen haben, die vielleicht schon bei euch im Webinar drin waren, die eure E-Mails lesen, die sehen dann auch im Optimalfall euch natürlich wieder die ganze Zeit im gesamten Internet. Und hier auch wieder wichtig, vor allen Dingen mit dem Message-Winkel, den ihr initial hier oben gemessen habt, der für die Leute einfach relevant ist. Ja? Das heißt,
Wir wollen die Leute eben nicht nerven. Wir wollen nicht ihnen die ganze Zeit mit irgendwie unserem Gesicht auf die Nerven gehen. Sondern wir wollen natürlich über das Thema sie weiter nurturen, Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufbauen, für das sie uns schon gezeigt haben, dass sie sich dafür wirklich interessieren, dass es ein relevantes Thema für sie ist. Und dann habe ich euch noch zwei zusätzliche, eher manuelle Hebelchen hier mitgebracht, die man an der Stelle dann wunderbar noch ansetzen kann, um noch ein bisschen die Geschwindigkeit zu erhöhen und auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mit der grüne Bananen zu gelben Bananen zu reifen Bananen werden. Und zwar, in dem Moment, wo die Leute sich als Leads bei euch eingetragen haben, da könnt ihr jetzt hingehen. Jetzt dürft ihr hingehen und die Leute auch bei LinkedIn natürlich mit einer persönlichen Connection, Kontaktanfrage und auch mit einem Direktnachrichten-Framework, das sogenannte Five Messages Framework, habe ich euch auch gleich mitgebracht, in den persönlichen Kontakt gehen. Und ihr merkt, das ist der Unterschied. Ne? Wir machen nicht einfach einen Bot oder über Sales Navigator, In-Mails oder sonst was einfach massenhaft irgendwie Kaltakquise, LinkedIn-Messages rausballern, sondern ihr schreibt die Leute an auf eine coole Art und Weise, überhaupt nicht salesy, überhaupt nicht mit Heiratsantrag direkt beim ersten Date, sondern ihr schreibt die Leute an, die euch schon ihre Kontaktdaten gegeben haben, die euch schon sehen, die euren Content runtergeladen haben und dann ergibt sich eine ganz andere Art von Gespräch. Das macht ihr mit der sogenannten Schuhverkäufer-Nachricht als Opener und dem Five-Messaging-Framework dann hinten dran, zeige ich euch gleich. Und was man hier dann natürlich auch wunderbar dran setzen kann, ist Telesales, ne? Also anrufen. So, und hier jetzt auch wieder ganz wichtig, nicht anrufen, 5 Minuten, nachdem die Leute sich als grüne Bananen bei euch eingetragen haben, wie gesagt, wollt ihr selbst nicht, sondern in dem Moment, wenn sie, wir messen das immer und gucken, was funktioniert da so am besten. Aktuell ist es so zwischen 14 bis 21 Tagen, 2 bis 3 Wochen, nachdem sie sich bei euch eingetragen haben, weil dann sind sie schon durch einen Teil eurer E-Mail-Strecke durch, dann waren sie schon bei euch im Remarketing, vielleicht waren sie sogar schon bei euch im Webinar drin. Wenn sie sich fürs Webinar angemeldet haben, kann man erst recht nochmal anrufen. Kleiner Hack übrigens, für alle, die vielleicht schon Webinare machen und danach anrufen, absoluter Mega-Hack, ruft vor dem Webinar schon mal an und sagt schon mal, hey, cool, dass du dich fürs Webinar angemeldet hast. Hier, da und darum wird es gehen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich danach einfach gerne melden und wir können ja schon mal einen Termin für danach vereinbaren und dann können wir halt quatschen, ob wir euch dabei helfen können bei dem ganzen Thema. Super cool. Genau, Telesales kann man dann hier natürlich schön mit einbauen. Ne? Im Remarketing kombiniert ihr jetzt, auch das ist jetzt spezifisch für B2B, Tech, IT, Software, Finance, Consulting, kombiniert ihr LinkedIn-Ads mit Google Display Remarketing vor allen Dingen, ja? Weil ihr damit sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert. Ihr holt euch also dieses laserscharfe Targeting aus LinkedIn-Ads, was nur LinkedIn kann, das kann keine andere Plattform, so laserscharf eure exakten Zielpersona zu targetieren, das holt ihr euch aus LinkedIn-Ads raus und dann retargetet ihr auch im Google-Universum, also ne, Google-Display-Ads, wisst ihr ja, das ganze Internet voll, auf jeder, mehr oder weniger jeder Webseite dieser Welt erscheint ihr dann wieder für eure Zielkunden. So, und so kombiniert ihr das laserscharfe Targeting von LinkedIn mit der breiten Sichtbarkeit im gesamten Netz mit Google Retargeting. Kalt würde das halt keinen Sinn machen, schon irgendwie hier auf Google Display oder so zu gehen. Ne? Das macht kalt wenig Sinn. Das ist das Remarketing, was ihr dann macht. Habe ich euch hier in diesem Video einmal genau erklärt, wie ihr schön das LinkedIn mit Google kombinieren könnt. Könnt ihr euch da mal angucken. Und dann jetzt noch einmal die LinkedIn-Direktnachrichten-Strategie, die ihr machen könnt. Wir haben ja am Anfang schon gesehen, ihr fragt hier unten im Lead-Gen-Form, wenn ihr die grüne Bananen einsammelt, fragt ihr die LinkedIn-Profil-URL mit ab. Und das hilft euch jetzt natürlich wieder dabei, wenn ihr dann eine Kontaktanfrage an die Leute schicken wollt, einfach auf diesen Link drauf zu klicken. Ihr landet auf deren LinkedIn-Profil und dort seht ihr dann ja ganz genau, wo arbeiten die, welche Positionen haben die, etc. pp. Und ihr könnt dadurch mit einem Klick eine Kontaktanfrage schicken und dann eine nette Nachricht dazu. Und die nette Nachricht ist die sogenannte Schuhverkäufer-Nachricht. Warum Schuhverkäufer-Nachricht? Wir machen hier immer Erlaubnis-Marketing, ne? Und Schuhverkäufer-Nachricht funktioniert folgendermaßen. Ihr kennt die Situation, wenn ihr in einen Schuhladen reinmarschiert und ihr guckt da so rum, guckt euch die Schuhe an. Der Verkäufer kommt auf euch zu und sagt, schönen guten Tag, kann ich helfen bei der Schuhauswahl? Und ihr sagt, nö, danke, ich guck nur.
Und dann sagt der Verkäufer, ja, alles klar. Wenn Sie Hilfe brauchen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ich stehe da vorne an der Kasse. Dann sagst du, alles klar, danke, weiß ich Bescheid, wo ich mich melde, wenn ich Hilfe brauche. Und genau das macht ihr hier auch. Also, hier hat jetzt zum Beispiel in dem Fall Björn sich unseren LinkedIn-Ads-Leitfaden runtergeladen. Ich schreibe ihm einfach, hi Björn, schön, dass du die LinkedIn-Ads-Checkliste runtergeladen hast. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg damit. Wenn du mal Fragen zu LinkedIn-Ads hast, weißt du ja, wo du mich findest. Bam, super easy, super cool. Und dann werdet ihr sehen, dass darauf sehr viele antworten, so wie er hier auch. Hey Michael, vielen Dank, dass du solchen Content bereitstellst. Sobald ich es mir in Ruhe angeschaut habe, melde ich mich. Oder falls ich Fragen habe, melde ich mich. Das ist die Standardantwort, die ihr darauf bekommen werdet. Und ab dem Moment geht ihr dann ins sogenannte Five-Messaging-Framework über, wo ihr in 5 kurzen, knackigen Direktnachrichten nach einem bestimmten psychologischen Aufbau auch auf super nett und überhaupt nicht salesy erstmal rausfindet, nachqualifiziert, gehört die Person wirklich zu eurer Zielgruppe, dann könnt ihr wirklich überhaupt helfen, ist die Person offen für Hilfe und wollt ihr einfach mal miteinander quatschen. Dieses Five-Messaging-Framework inklusive einem Skript, was ihr dann für euch anwenden könnt und beziehungsweise das einmal für euch erarbeiten könnt, habe ich euch in dieses Video reingepackt, könnt ihr euch das in Ruhe angucken und dann für euch so oder so ähnlich nutzen. Ist auf jeden Fall ein super cooles Ding und erhöht einfach nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass man schon mit potenziellen Kunden in Kontakt kommt. Ja, Telesales, hier lustigerweise ein Beispiel, das ich euch mitgebracht habe von EO Austria. Da hatten wir jetzt die letzten Wochen eine kleine LinkedIn-Werbekampagne laufen, wo wir dann auch, also es ging halt darum, neue Mitglieder zu akquirieren, ne? Und da haben wir dann hier auch die Telefonnummer mit abgefragt, ne? Das heißt, unter bestimmten Umständen kann man auch unten im Conversion, in der Conversion-Phase dann auch die Telefonnummer in so einem Lead-Gen-Form direkt mit abfragen und sozusagen von den, das Ganze Copywriting-mäßig und so gestalten, dass die Leute praktisch den Rückruf anfordern. Ja, das ist sozusagen relativ anspruchsvoll, dass das dann auch wirklich gut funktioniert. Aber es kann funktionieren und jetzt hier zum Beispiel bei der Kampagne für EO Austria, da hatten wir dann eben auch ja, einige Leads, die dann einfach gesagt haben, alles klar, hier ist meine Nummer, ruf mich mal an und dann einfach mal quatschen. Ne? Das heißt, Telesales kann man hier wunderbar dann auch weiter unten im Funnel mit den reiferen Bananen natürlich schön hinzufügen. Da habe ich euch hier nochmal so einen ganz coolen Guide mitgebracht, der insbesondere dann für euch spannend ist, wenn ihr Sales bei euch habt und wenn ihr Marketingleute bei euch habt, dass die miteinander perfekt arbeiten können. Das ist ein einstündiger Workshop, der ist hier in diesem Guide, ist der sozusagen drin und da können dann einfach Marketing und Sales sich zusammensetzen und in so einem einstündigen Workshop sich so alignen, dass Marketing die richtigen Infos für Kampagnen bekommt und sozusagen auch Sales incentiviert wird an Marketing, immer die ganzen Fragen, Einwände, Themen der potenziellen Kunden weiterzugeben, weil das ist immer ein Riesenhassel in der Abstimmung zwischen Marketing und Sales, ne? Kennt ihr vielleicht selbst. Ja, und dann haben wir am Ende hier so einen Funnel aufgebaut, der dafür sorgt, dass eben aus Personen eurer exakten Zielgruppe, die euch jetzt noch nicht kennen, denen ihr aber helfen könntet, nach und nach die Bananen eingesammelt werden, Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut wird und sich dann daraus sozusagen schön systematisiert, konstant, kontinuierlich gute Verkaufsgelegenheiten ergeben können, sodass eure Sales-Mitarbeiterin sich dann hier über die Bananen freut und ja, im Optimalfall regelmäßig reife Bananen vor sich liegen hat. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen. Fügt mich gerne bei LinkedIn hinzu. Wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt oder so, quatscht mich jederzeit gerne an. Happy to help.